Und damit herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie Mord im Orient Express. Hier drin kann ich auch nichts machen, ne? Informationen über den Orient Express kann ich nicht. Hä? Ich hatte nie die Gelegenheit, alles... Ich muss noch einmal durch die Kiste gehen, um herauszufinden... Moment, wir haben einen Würfel, wir haben, weil es fehlen drei Teile. Wir haben einen Würfel, den Stierkopf und dieses Schlüsseldings. Aber mit dem Schlüssel, das haben wir ja schon gemacht. Ich muss die Verbindungen zwischen den Hinweisen finden. Da fehlen noch drei Verbindungen. Ja, jeweils drei fehlen. Verstehe ich überhaupt nicht. Also die Sachen hier, das ist das Einzige, was halt noch nicht fertig ist, wo ich aber gleichzeitig auch nichts machen kann, weil ich schon alles angeklickt habe jetzt. Moment, welche Nummer stand jetzt bei dem Moment, 3, 5, 6, 9... 3, 5, 6, 9. Aha. Was haben wir denn hier? Eine Kapsel und den Geruch von Bittermandeln. Cyanid. Okay. Also der Schlüssel ist jetzt auch als wir können da nichts mehr machen markiert. Hä? Die ist jetzt neu. Also, dass wir die benutzen können, meine ich. Aha, okay. Was haben wir denn hier? Eine Taschenlampe. Auch in sowas verbergen sich oft Messer, aber in diesem Fall sind es Dietriche. Interessant. Sieht mir eher nach einem Geheimagenten aus, oder? Frage ist... Was machen wir jetzt damit? Können wir da jetzt was reinstecken vorne oder so? Das ist mir immer noch ein Rätsel hier. Ach, Moment. Links, rechts, links, links, rechts, links. Oh, das ist mir gerade erst aufgefallen. Ich Idiot. Aha. Wie wird das genannt? Schlagring, glaube ich. Nee, nee, Messer. Illegal in Massachusetts. Allein der Besitz kann zu ernsten Gefängnisstrafen führen. Es ist kein Schlagring, da ist ein Messer drin versteckt. Okay, jetzt müsste ich aber hier alle Beweismittel haben. Ja, jetzt ist es grau. Sehr gut. Hier ist es wahrscheinlich jetzt nicht drin. Durchsuche die Beweismittel. Genau. Informationen über den Express kann ich ja nicht so einfach jetzt machen. Verknüpfe die Hinweise an der Wand. Da fehlen mir auch noch drei, ne? Aber mit den Sachen, die da jetzt an der Wand sind, wie soll ich denn damit was lösen? Das verstehe ich nicht. Der hier ist immer noch weiß, aber da hier nichts Neues kommt, kann ich da schlecht... Hm.
USB-Stick, das war auch alles, was da drauf war. Der Orient Express. Hat sie schon ausgedrückt? Gedruckt? Tja. Das Problem ist, das zieht natürlich jetzt auch die Folge hier ziemlich lang. Und ich habe keine Ahnung, was da jetzt miteinander verknüpft werden soll. Was ist denn das hier überhaupt? Anrufliste aus dieser Nacht. Ihre Anrufsliste. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie mit irgendetwas verknüpft werden kann. Wieso ist das, wenn ich das dahin mache, grau, aber wenn ich es dahin mache, ist es grün? Hm. Haftbefehl. Fahrkarte für den... Ja, das kann höchstens sein, dass das jetzt... Moment, neue... Ne? Ich wollte gerade sagen, dass das jetzt damit verbunden ist, aber... Das wollen sie anscheinend irgendwie nicht. Keine Ahnung. Diese Zugtickets wurden alle von McQueen gebucht. Das heißt, das und das müssen wir auch noch kombinieren. Das wären dann schon mal zwei. Und McQueen handelte in seinem Namen. Nee, schade. Oh, da fehlt doch jetzt nur noch eins, oder nicht? Leute, komm. Ach so! Die Person, die mit Ratchet reist, trägt denselben Nachnamen wie mein Staatsanwalt während des Armstrong-Falls? Das habe ich überlesen mit McQueen. Aha. Hä? Wieso habe ich jetzt nur einen dazu bekommen, obwohl ich jetzt drei verschiedene Sachen miteinander verknüpft habe? Wollt ihr mich hier verarschen? Das heißt, der Staatsanwalt müsste demzufolge mit ihm irgendwie verknüpft werden. Nehme ich an. Der Staatsanwalt ist kurz nach dem Armstrong-Fall zurückgetreten. Es hat ihn verfolgt, genau wie es mich verfolgt hat. Habe ich Blut geleckt. Also ich will jetzt wissen, womit ich den ganzen Kram hier verbinden soll. Hm.
Immer noch 3 von 5. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Informationen über den Zug. Ja, aber Informationen über den Zug kann ich ja nicht anhand der Tickets irgendwie. Ja gut, das kann ich noch, ne? Aber der Journalist wurde gestern tot aufgefunden. Nee, also ich habe keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich da mal eine Nacht drüber schlafen muss oder so. Aber ich möchte jetzt auch die Folge nicht noch länger in die Länge ziehen. Ich schaue noch mal eben kurz, ob hier irgendwas noch im Raum sein könnte, was mir hilft, was ich nicht glaube. Moby Dick ist halt so eine Sache, das taucht irgendwie ständig auf, aber sonst wüsste ich jetzt nichts. Das ist immer noch weiß. Ach, der Orient Express. Der Orient Express fährt nächste Woche in Istanbul ab. Interessant. Das kommt an die Tafel. Ihr könnt mich doch mal. 140-jähriges Jubiläum. Pressesprecher Foscarelli. Aber das scheint immer noch interessant zu sein. Das Ereignis? Ein alter Zug. Aber das Gesicht. Dieser Mann. Könnte er sein, behaupte ich mal. Nach ihrer Logik. Nächste Woche wird ein gewisser Edward Masterman im Orient Express sein. Foscarelli wird nächste Woche im Orient Express sein. Mit dem Orient. Reist mit dem, achso. Hector McQueen wird nächste Woche im Orient Express sein. Ja, das wissen wir, das wissen wir. Ratchet wird in einer Woche mit dem Orient Express reisen. Reist mit dem Orient Express. Das ist ja jetzt alles keine Neuigkeit, deswegen. Große Frage wäre jetzt. Finde Informationen, genau, das haben wir jetzt. Verknüpfe die Hinweise. Immer noch nur 3 von 5. Also das ist doch nicht normal. Ja, Leute, es tut mir wirklich leid, aber ich will jetzt die Folge nicht noch eine Stunde hier hinzögern. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und ja, vielleicht schneide ich das noch irgendwie zusammen, sollte ich da jetzt relativ schnell auf die Lösung kommen und das Ganze halt zusammenhängend eventuell besser in eine Folge passen. Aber ich habe gerade so meine Nerven voll, mein Kopf voll, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, weil da sind so viele Striche überall, also die sind alle verbunden und das ist ja auch alles noch nachvollziehbar, aber es ist halt nicht nachvollziehbar, was ich noch miteinander verbinden soll und ich kann jetzt nicht wahllos einfach die ganze Zeit was anklicken. Entsprechend, ja, muss ich da mal schauen in der nächsten Folge, wie ich das da am besten löse. Ich will halt nicht auf Lösung klicken, das ist das Problem. Und wir haben auch festgestellt, dass die Lösung nicht immer das Richtige zeigt. Das haben wir ja an dieser Spieluhr festgestellt, wo sie was Falsches angezeigt hat im Endeffekt.
So, ihr Lieben, also ich hatte das Spiel eigentlich jetzt schon runtergefahren und wollte eigentlich Schluss machen, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe heute. Aber mir lässt das Ganze einfach keine Ruhe. Und deswegen werde ich mich jetzt doch nochmal aufmachen, werde systematisch mal versuchen, ein Foto zu nehmen und das wirklich mit allen anderen zu verbinden. Und dann werde ich euch das so zusammenschneiden, ja, dass ihr halt die Lösung davon sehen werdet. Bis gleich. Okay. Das geht auch. Was? Wieso ist jetzt hier Hector McQueen? Ich wusste es. Er ist der Sohn meines ehemaligen Staatsanwalts. Er landet auf der Beweistafel. Ich habe doch jetzt gar nichts anderes gemacht, als ich davor gemacht habe. Ich habe nur da oben die Lösegelder miteinander noch verknüpft. Ansonsten war doch überhaupt gar nichts anders. Was hat sie gesagt? Der ist der... Ja, McQueen, ne? Hector McQueen ist der Sohn von Staatsanwalt McQueen. Stimmt. Hector McQueen. Müssen wir den jetzt nochmal... Dieser Kerl arbeitet für Ratchet. Wenn das ein Zufall ist, dann fresse ich meine Marke. Hat er mit ihr zu tun? So sieht Hector McQueen aus. Das heißt, wir bräuchten dann theoretisch noch jemanden, der Masterman ist. Oder ist das eventuell... Nee, das ist er nicht. Okay, die Frage ist, haben wir denn dadurch jetzt was gewonnen? Nein, wir haben immer noch keinen weiteren Hinweis. Wollt ihr mich denn verarschen? Ohne Scheiß jetzt. Oh Gott. Hier ist auch nichts mehr drin. Also weiter sinnlos verbinden. Ach ja, ach ja. Ich kenne dieses Gesicht. Das ist der Fahrer von John Armstrong. Der Fahrer... Ach ja. Ganz ehrlich, jetzt wo sie es sagt, sehe ich das auch. Ah, okay. Aber wir haben immer noch nicht alles, nehme ich mal an. Wurde vor einer Woche festgenommen. Da können wir auch nichts mit verbinden. Ich denke mal nicht, dass er so ein Tattoo hat. Da Ratchet lebt, kann der tote Mann nur Noah sein. Verdammt! Ratchet wird nächste Woche den Orient Express nehmen. McQueen, der Sohn des Staatsanwalts, ebenfalls. Foscarelli, der Chauffeur der Armstrongs, auch. Das kann kein Zufall sein. McQueen und Foscarelli müssen beschlossen haben, Rache zu nehmen und werden Ratchet zweifellos in diesem Zug angreifen. Ich muss im Orient Express sein, um sie aufzuhalten. Und vor allem muss ich Ratchet aufhalten. Aber das kann ich nicht in Istanbul machen, weil es kein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten gibt. Ohne Auslieferungsabkommen wird Ratchet in den Vereinigten Staaten niemals verurteilt werden. Ich werde warten müssen, bis er in Paris ist, um ihn verhaften zu lassen. Hol dir eine Fahrkarte für den Orient Express. Okay. Ich denke mal online, ne? Für diese besondere Jubiläumsreise wurden alle Abteile ausgebucht.
Es ist unmöglich, eine Fahrkarte zu bekommen. Was mache ich bloß? Betrug ist natürlich, ne? Fahrkarte von jemandem kaufen, ja gut, das kann sie machen. Aber Frage ist, findet sie da jemanden? Finden wir heraus, wer im Orient Express reist. Es ist Zeit, Braid anzurufen. Braid, ich bin's wieder. Ich habe noch nichts Nützliches gefunden. Ich brauche einen letzten Gefallen. Aber es ist ein großer. Oh oh. Kannst du die Passagierliste des Orient Expresses für die Jubiläumsreise für mich finden? Momentchen. Yes, ist überraschend gut gesichert. Vielleicht, weil es die Jubiläumsfahrt ist. Ich habe die Liste gefunden, aber sie haben meine Backdoor verriegelt, als ich gerade dabei war, sie zu kopieren. Oh nein. Hey, chill deine Base. Ich habe einen Namen. Weiblich. Der Name, den ich noch abgreifen konnte, bevor sie mich vom Server geworfen haben, ist Stacy Johnson. Fühlst du dich wie eine Stacy Johnson? Die Frage ist, wie sie sich bei dem Gedanken fühlen wird, mir zu helfen. Das wirst du selbst rausfinden müssen. Ich muss mal wieder meinen Zauberstab im Dark Web herumschwingen. Du verstehst schon. Oh, endlich. Ich hab alles verknüpft. Finde Stacys Kontaktinformationen und ruf sie an. Übers Internet oder... Ah ja, okay. Hallo, spreche ich mit Stacy Johnson? Ach, wer möchte das wissen? Ja. Mein Name ist Joanna Locke. Ich bin Ermittlerin bei der Polizei. Und ich bin nur eine Schauspielerin. Was soll ich denn jetzt schon wieder getan haben? Nichts. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich muss Ihren Platz im Orient Express einnehmen. Soll das ein Witz sein? Auf gar keinen Fall. Naja, ob die so viel Mitgefühl hat, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was besser wäre. Keine Ahnung. Erinnern Sie sich an die Armstrong-Entführung? Natürlich. Das arme kleine Ding. Ich bin Polizeibeamtin. Ich habe einen neuen Hinweis, der uns helfen könnte, den Mörder zu fassen. Moment. Ich dachte, das Kindermädchen wäre es gewesen. Es ist die Wahrheit. Ja, das hört sich komisch an. Ich habe überzeugende neue Beweise gefunden. Ich habe meine Ermittlungen wieder aufgenommen. Wissen Sie, ich hatte meine Zweifel an dem mörderischen Kindermädchen. Vor ein paar Jahren habe ich mal ein Kindermädchen in einem Slasher-Film gespielt. Hm. Ich wurde in der ersten Folge umgebracht, aber danach hatte ich Lust, Kindern zu helfen. Das hilft mir nicht, das stimmt. Stacy, bitte. Sie helfen Kindern, sagten Sie. Nun, ich bin einigen Organisationen beigetreten, die versuchen, unterprivilegierten Kindern zu helfen. Wenn der wahre Täter noch immer irgendwo da draußen ist, würde ich alles tun, um zu helfen. Mich in diesen Zug zu bringen, wird mehr helfen, als Sie sich vorstellen können. Sie wollen also mein Ticket für den Orient Express? Aber ich hatte das schon vor Monaten gebucht. Ich habe mich so sehr auf diese Reise gefreut. Doppelten Preis, ja. Da wird sie sich doch wohl drauf einlassen, oder? Ich werde Ihnen das Doppelte von dem zahlen, was Sie für die Fahrkarte ausgegeben haben. Sie glauben, das Geld interessiert mich? Hm. Sie checken echt gar nichts, oder? Ich lege auf. Ciao! Warten Sie! Stacy, man merkt, dass Ihnen Kinder wichtig sind. Und hier ist Ihre Chance, dieses Monster für immer hinter Gitter zu bringen. Denken Sie daran, wie öffentlichkeitswirksam das für Ihre wichtigen Anliegen ist. Denken Sie an die Kinder. Die Kinder, ja. Oh, in Ordnung. Wir werden das für Daisy und alle Kinder in Not tun. Ich kümmere mich darum, die Fahrkarte auf ihren Namen umschreiben zu lassen und ihn zuzusenden. Schnappen Sie ihn. Lassen Sie ihn büßen. Das werde ich. Vielen, vielen Dank.
Stacy hatte Wort gehalten und mir ihre Fahrkarte zukommen lassen. Ich rief meinen Vorgesetzten an, um ihn wissen zu lassen, dass ich mir Urlaub nehme. Ich nahm den Flieger nach Istanbul. Ich wollte endlich das Monster festnageln, das für den Tod von Daisy Armstrong und Michael Clark sowie dessen Komplizen verantwortlich war und sicher noch viele andere auf dem Gewissen hatte. Den Rest kennen Sie. Und so bin ich in diesem Zug gelandet. Und auf Ratchets Spuren. Den Rest wissen Sie ja. Meine Identität lässt sich leicht bei der Polizei von Berkshire überprüfen. Abeln Sie vielen Dank für Ihre ausführliche Aussage, Mademoiselle Locke. Über die Herausgabe wichtiger Details für die Ermittlungen hinaus. Haben Sie deutlich gemacht, dass es viele Personen gibt, die Ratchet tot sehen wollten? Ich weiß, dass Sie unschuldig sind. Ihre offene Aussage und Ihre Bewegungen oder deren Fehlen letzte Nacht nehmen Sie von der Liste der Verdächtigen. Ich stimme zu. Zweifellos. Eine zusätzliche Ermittlerin wird außerdem eine große Hilfe für die Untersuchung sein. Book. Hilfe, die mein Freund natürlich keinesfalls benötigt. Sie sind zu gütig. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich würde gerne helfen, wo ich kann. Keine Sorge, Mademoiselle Locke. Ich sehe die Dinge schon viel klarer. Es ist offensichtlich, dass wer auch immer sie unter Betäubungsmittel gesetzt hat, versucht hat, ihre Ermittlungen zu behindern. Sie meinen, dass die Person, die mir das angetan hat, Ratchets Mörder ist? Sowohl Monsieur Michel als auch Mademoiselle Schmidt hatten die Mittel und die Möglichkeit, sie unter Betäubungsmittel zu setzen. Ich habe vor, sie zu befragen, während Sie wieder zu Kräften kommen. Oh, hervorragende Idee, mon ami. Diese ganze Aufregung hat meinen Appetit angeregt. Ich wette, Mademoiselle Locke wäre einer guten, belebenden Mahlzeit nicht abgeneigt. Was? Nein, ich will hören, was der Schaffner und Miss Schmidt zu sagen haben. Es ist meine Pflicht, das Wohlergehen der Passagiere zu gewährleisten. Wenn Dr. Konstantin keine Einwände hat, werde ich Sie zum Restaurantwagen begleiten. Ganz im Gegenteil. Eine ordentliche Mahlzeit wird ihr sicher gut tun. Nun, ich bin noch etwas zittrig. Monsieur Poirot, würden Sie mich bitte über Ihre Erkenntnisse auf dem Laufenden halten? Gewiss doch. Wer hat Rachet umgebracht? Das ist eine sehr gute Frage. Diese Frage werden wir dann aber in der nächsten Folge auf den Grund gehen, weil ich endlich dieses blöde Rätsel an der Wand gelöst habe. Es hat mich nur ungefähr 1 oder 2 Stunden Zeit meines echten Lebens gekostet. Ich hoffe, ich habe es für euch einigermaßen zusammenschneiden können, dass es in eine Folge gepasst hat. Wenn nicht, habe ich jetzt 2 Folgen draus gemacht. Und ja, seht es mir nach. Es waren irgendwie viel zu viele Bilder, viel zu viele, ja, was ist das, Wolle oder sowas, ne? Diese Schnüre. Und ich wusste am Ende dann gar nicht mehr, was zu wem gehörte und was ich jetzt schon hatte und was man noch kombinieren könnte und keine Ahnung. Es war auf jeden Fall etwas sehr unübersichtlich auf der Tafel. Ich werde jetzt erstmal meinen wohlverdienten Feierabend für heute machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.